Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren, hier zurück zu Let's Play Tinsonata. Blablabla. Ja, in der letzten Folge sind wir endlich in den Tempel von Aria gekommen. Und wir stellen uns direkt mal in den Weg von neuen Gegnern. Und das war mal so scheiß positioniert. Und wow, das ist halt so beschissen, weil das eine Kackschlange ist. Aber gut, Treffer gedreht. Oh Mann, mit dem Gegenteil. Nein, diese Viecher, ich hasse die Teile. So, ich werde die Moris lernen. Lehren. Do not understand. Der Weg ist hin und her. Was ihm nicht bringt. The Goss of Sunslash. Aber die geben gute Erfahrungspunkte. Nein! Die hat sich die Truhe wegteleportiert. Und zwar nach da. Ja. Schön, ne? Also wie gesagt, das sind unsere Gegner. Neue Schlangenviecher. Müsste auf dieser Seite eigentlich genau das gleiche geben, oder? Ne? Ja, da kommt dann. Mache ich erstmal den brachialen Vorstoß und smash erstmal die auf der linken Seite weiter. Na, diesmal treffe ich doch ein bisschen besser. Naja. Bisschen. Aber halt, die stehen halt so kacke, das trifft man halt eh nicht so besonders. Nix da, als ob du als Düster dran wärst. Solange die nur zu zweit sind, überleben sie nicht mal Runde 1. So, damit dürfte da dann auch jeder geheilt sein. Hm? Wow. Wie Viola einfach mal 110 HP mehr hat als Allegretto. Und Allegretto ist 2 Stufen unter sie. Und Frederick einfach mal alle übertrumpft. Ja, was könnte wohl dieses Symbol bedeuten? Auf jeden Fall sind noch andere Gegner. Neue. Kleine Mäuschen, die wir schon ein paar Mal gesehen haben. Da haben wir gerade eins voll im nahen Gesicht gesehen. Und wieder, wie am Anfang, hat es natürlich Licht am Schweif. Und das bedeutet so viel wie kein Schattenattack in der Nähe von diesem Viech erlaubt. Aber das ist mir so einerlei, weil ich habe gerade so breit zermatscht. Und das ist ein Level Up für Violachen. Auf Level 38. Warte mal, war Frederick vor sie 38? Ja, war er. Hm. Warum ist Frederick mein höchster? Hm. Na, egal, komm. Und wie viele hier noch rumlungern? Die mache ich gleich alle fertig. Weil hier gab es noch eine bestimmte Truhe, die ich gerne mitnehmen würde. Wenn Violachen meint, sich umdrehen zu müssen, aber das macht sie ja nicht. Also, dann versuch ich mal so. Mein Look. Ich hoffe, dass sie nicht sofort dran kommt. Ja, mit weißer Dolch. Ja, Hawkeye auch noch. Ah, ganz nett. Klar, da habe ich zu spät reagiert. So, jetzt druck genug Schaden, damit der Phoenix dran kommt. Das war genug Schaden. Ja, super. Dann gucken wir mal nach der Truhe, die hier sein dürfte. Ja, und wie gut, dass ich mich nicht bewegen durfte. Gut, jetzt dürfen die Gegner auch mal in diese Runde rankommen.
Weil wegen... keine Echos. Please. Okay. Das hat gereicht. Wow. Der hatte noch 1678 Lebenspunkte maximal. Löwenrüstung erhalten. Carlo Kristallrüstung. Rüstung eines Helden, der allein auf dem Schlachtfeld steht. Ja, komm. T2-Angriff. Dann ist er auf dem gleichen Stand wie Frederick. Frederick. Und ich glaube, hier müsste auch noch genau so eine Truhe rumfliege. Und ich glaube, die verschwindet, wenn man halt gewisse Gegner hier besiegt. Hallo Gegner. Es sind diesmal drei. Okay, die Gegner kommen auf jeden Fall dran. Vor allem, weil ich treffe nicht mehr so richtig gut den ersten. Das ist kacke. Ja, er dreht sich natürlich automatisch um, aber Viola, nö. Warum denn? So ein Gegner. Hoffentlich schreibt er nicht Viola an, weil mit Ausbruch tut halt richtig weh. Aber jetzt. Au. Au, au. Fast instant tot. Autsch. Das meinte ich mit, die sollten nicht rankommen. Weil man kann es schon sehen, die machen ordentlich Aua. Vor allem, wenn man halt nicht gut blocken kann. Stirb. Geht. Danke. Stirb, please. Danke. Ah, oh, das ist so zu kotzen. Na bitte, was habe ich gesagt? Jetzt wird nämlich die Truhe von da weg teleportiert. Ich glaube in den rechten Raum. Von unten jetzt? Nö. Einfach irgendwo in den Weg. Auch schön. So, ich glaube, ich nehme hier am besten wirklich jeden Kampf mit. Also auch aufnehmen technisch. Ich komme da nicht hoch. Ne. Weil wegen Truhe, Teleport und so Gedöne. Gut, dann versuchen wir mal von der rechten Seite. Weil in der Mitte dürfte, wenn ich alle besiegt habe da, oder zumindest die vier, die jeweils in diesen einzelnen Kreisen stehen, dann dürfte jeweils... dürfte eigentlich ein Teleporter in die nächste Etage kommen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber das sind so Annahmen, ich habe eigentlich keine Ahnung. Zwei Gegners. So. So, von hinten erwischt. Was an sich jetzt ganz dumm war eigentlich. Weil wegen Heilerpfeil und so. Der Heilerpfeil wird auf jeden Fall nicht so stark sein. Ja, weil bei 8 Echos nicht gerade stark. Nein, nicht von Trumble. Nein. Mach Kacke wieder. Mensch. Steh bitte im Licht. So, steh bitte so im Licht. Ja, steht. Sehr schön. Je später Heilerfall kommt, desto. Boah, ganz zum Schluss. Desto stärker ist halt die Heilung. Die jetzt stark genug war, um komplett zu heilen. So ist doch schön. So, der Kampf hat nichts bewirkt. Oh, ich würde dich von hinten nehmen. Also. Ja. Damit ist gar nicht in Ordnung, was ich gesagt habe. Wie einfach so ein Kick oder so fast verfehlt. Oder ganz verfehlt, ich weiß. Das sieht für mich immer so aus.
Hallo? Warum hat der erste Schlag getroffen und die anderen nicht, ey? Blöde trefforientierte Kacke. Stirb! Du bist ewig. Warum habe ich das bloß gewusst? Da verprügeln wir dich einfach, bis du zu umfällst. Ja. Das macht. Aua. Ja, wir kommen aber nicht auf 24. Weil einfach zu wenig Hit. Da sind. Nein! Oh. So. Ja, natürlich. Kacke. Ich mag es nicht, wenn meine Leute so ein bisschen angeschlagen sind oder stark angeschlagen sind. Ich will meine Leute immer auf komplett heil haben. Komplett Healung. Auf komplettes Leben halt. Meine Fresse. Ich hab's aber heute wieder mit dem Sprechen. Na? Relativ voll. Okay. Aber jetzt haben mir die Echos gefehlt, um ihn. Na, doch nicht. Ich dachte schon, der wird das überleben. Aber. Dem war ja nicht so. Verdammt. Und du darfst auch sterben. Ach, Scheiße. Ich hab doch. Fuck you! Ey, guck mal, sind wir nicht fast wieder am gleichen Stelle von Lebenspunkten angekommen. Ich hasse die Gegner. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ja, natürlich. Komm, hier, gib's mir. Oh yeah. Zirkel. Sauber. Bam. Wow. Sauber. Ich hab irgendwie getroffen. Ja, super. Der Kampf hat was gebracht. Ja. Mhm. Der Kampf hat auf jeden Fall was gebracht. Wirk. Oh, guck ich mal einen an. Ich kann eine Truhe gehen. Ich kann eine Truhe gehen. Ja, ich kann zu einer Truhe gehen. So, kacke jetzt auf die Heilung. Ich mach das so. Ich hab ja genug schneegroßen Kekse. Da geht zwar auch nicht ganz beschädigt rumlaufen sollt. Das sieht doch ganz schön aus. So, ja, das ist die Truhe. Rippenbrecher. Na, für wen könnte das wohl was sein? Ich rüste den jetzt auch gar nicht aus. Angriff 63 passiv, Angriff 102 langsam, also... Wirklich besser wird das nicht, aber... Horizontal geschwungenes Schwert, das unter den Schild des Gegners fährt. Aber rüstet trotzdem aus, weil... So schnell werde ich ihn jetzt wahrscheinlich nicht wieder einsetzen. Und jetzt kommen wir mal zu... Tor Nummer 3. Kaisergarde. Das ist was, was sich lohnt, weil er halt... Erworbene EP für alle um 5% erhöht, also... Sehr nice, auch zum Leveln sehr nice. Herrschaftlicher Bogen schützt den Prinzen durch zupfende Sehne. Also einfach so wie ein Hafenspiel, so bing, bing, bing. Und alle sind protected. Irgendwie. Alle haben Protes auf einmal. Ja. Die mache ich jetzt mal schnell fertig. Level up die erste, weil gleich wird einer für Frederick auch noch folgen. Bevor diese Folge enden wird. Gut, das war das Level Up, also. So, ja, das war's auch. Also, hier. Mit dem Einkampf. Und das war das Level Up von Frederick. So, dann würde ich auch mal direkt sagen, hier machen wir Schluss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.